So, willkommen zurück zu Project Zero 2. Beim letzten Mal waren wir im Osaka-Haus unterwegs und haben einen Schlüssel dort bekommen. Und ich renne gerade raus. Wo will ich hin? Ich will nicht, dass das Spiel hängen bleibt. Dann ist die ganze Scheiße nämlich umsonst. Lieber will ich nochmal speichern vorher. Denn wir haben Let's Player ja schon gesehen, dass das Spiel dich gar nicht mal an gewissen Stellen festbacken kann. Wenn man falsch läuft. Was mir nämlich passiert ist. So. Nun ist aber die Frage, wohin passt der Schlüssel? Obwohl, Moment mal. Passt er vielleicht hier rein? Stimmt. Oder? Ach, wisst ihr was? Wir sehen einfach mal nach. Rostschlüssel. Ach so. Marius Zelle, stimmt ja. Das bedeutet, dass wir dann wohl zu Mario zurück müssen. Ach ja, ich liebe dieses Spiel. Und da drin hockte ein Geist, der jetzt weg ist. Schade, kostbare Punkte verspielt. Doch, was haben wir gelernt in Project Zero 2? Allgemein Project Zero? Immer den Geistern folgen. Wir können ja gerade mal die Filmrolle einsetzen. Und sehen, was dann passiert. Einen haben wir ja bekommen. Und ich glaube, der Filmprojektor war hier drin. In diesem Haus. Zwar in diesem Raum hier, wenn ich mich recht entsinne. Da ist er. Das ist halt der Projektor. Hier kannst du Filme abspielen. Filmrolle. Ich glaube, 7 war es, oder? Okay, es waren noch die Geister aus den Schränken. Moment mal, komme ich von hier aus vielleicht zu Majus Zelle? Nee. Oder wartet mal. Was passiert, wenn ich die andere Filmrolle einsetze? Austauschen durch Filmrolle 1. Okay, das waren die Zwillinge. Und der Typ, der da gerade so herumhangt. Oh mein Gott. Was ist denn in diesem Dorf passiert? Welche kranken Abnormalitäten sind hier geschehen?
Tja, ihr merkt schon, dieser Ort ist ziemlich boshaftig. Und wir werden dem Geheimnis noch nie auf die Spur kommen. Aber zuerst müssen wir Mario befreien. Aus ihrem Gefängnis. Ich hoffe mal, mir kommt jetzt die Treiben nicht mehr entgegen. Denn auf die habe ich gerade gar keine Lust. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß, treibende Frau, dass du da bist. Aber ich habe gerade nicht so wirklich Lust auf dich. Ich muss sie nicht bekämpfen. Hier kann ich gerade mal speichern. Wo ich gerade schon da bin. So. Dann wollen wir mal weitergehen. Jetzt wird bestimmt gleich die Taschenlampe wieder ausfallen. Und diesem Haus funktioniert nämlich nicht. Warum auch immer? Es war klar. Oh, zwei von euch. Zack. Okay. Der hat mich noch getroffen und der muss hinterher schlagen. Auch ja, geht's dir noch gut, Freundchen? Zack. Ja, hallo. Alter Schwede. Sollte vielleicht mal Kräutermedizin benutzen. Okay, wo ist der andere? Wahrscheinlich weiter hinten. Ja, komm ruhig näher. Komm ruhig näher. Wahrscheinlich bemerkt irgendwie. Na, wenigstens ist der tot. Okay. Der andere anscheinend auch. Der andere ist anscheinend auch tot. Gut, okay. Dann ist der andere wohl auch tot.
So, Mario, dann wollen wir dich mal aus deinem Gefängnis holen. Diesmal durch das Fenster nicht. Ist sie in der Zelle? Werden wir gleich sehen. Sie ist weg. Mayu, wo steckst du? Tja, Mayu ist nicht da. Aber hat was hinterlassen. Majos Notiz. Okay, was steht denn drauf? Itsuki, es tut mir so leid. Ich will dich sehen und dir sagen, wie leid es mir tut. Auch für Chitose tut es mir leid. Okay, das ist doch der Eingesperrte. Der Weißhaarige. Okay, die eine Schwester haben sie geschnappt, die andere ist entkommen. Und ihn haben sie eingesperrt und wir spielen wieder mit Mayu. Aber wohin geht sie? Mayu, wohin gehst du? Zu eins der beiden Häusern, wie ich sehe. Hier ist aber schon was, oder? Ja. Folklore-Notiz 10. Die Schreinzwillinge. Im Purpur-Ritual werden die Schreinzwillinge geopfert. Auch Jungen werden manchmal genommen, die dann Altarzwillinge heißen. Die Menschen dieser Region glauben, dass Zwillinge zuvor ein einzelnes Wesen waren, das bei der Geburt gespalten wurde. Zeremonie beruht auf dem Glauben, dass die Schreinzwillinge göttliche Kraft erhalten, wenn sie den Körper vereinigen. Der Text sagt, die ältere Schwester muss die jüngere und sie in den, ich sag's mal, Höllenschlund werfen. Der Abschnitt handelt wohl von dem schrecklichen Teil des Rituals, wahrscheinlich einer Art Opfer. Ja, der Höllenschlund nehme ich mal an. Sind noch mehr? Scheint nicht. Ich hasse es, dass so eine scheiß Puppenansicht da drin ist. Und Puppen kann ich absolut nicht ausstehen. Pinocchio vielleicht ja, aber nicht so eine Puppen. Ich höre wieder was, das gefällt mir nicht. Das klang nämlich gerade sehr nach Kinderstimmen. Deswegen vermute ich mal, dass so ein Kindergeist wieder kommen wird. Ach nee.
Oh Gott, ich höre sie schon. Das sind die Kindergeister. Definitiv, das höre ich an der Stimme schon. Ne, Jungs, auf euch habe ich jetzt keine Lust. Auf euch habe ich jetzt absolut keine Lust. Von daher nichts wie raus hier. Nice. Das kann man immer gut gebrauchen. Kann ich auch mal speichern gerade? Wo ich gerade schon hier bin? Dann verfolgen wir mal die Spur von unserer Schwester weiter. Ja, Taschenlampe geht wieder, warum auch immer. Wir haben das verfluchte Haus verlassen und uns Taschenlampe geht wieder. Ist nicht schön. So, Mario. Dann zeig mir mal, wohin du gehst. Ja, ich weiß, leucht, leucht. Geisterkampf, aber. Hab ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust zu. Das ist nämlich optional. Das muss man nicht machen. Man kriegt zwar Punkte dadurch, aber wenn man getroffen wird, dann kann man auch ganz schnell Kräutermedizin verpratzen. Ja. Mario wird gerade verfolgt, wie ich sehe. Und zwar von Broken Neck. Ja, Kamera. Ich möchte dahin. Also, lass mich bitte. Vielleicht gibt es da auch noch einen Save Point in der Nähe. Das wäre noch praktischer. Ist das der Korridor? Ja. Oh, ich ahne schon, was gleich wieder kommt. Ich mich gerade schon hier bin. Kann ich da rein? Die Klemmt ist mal durchgekommen. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, ich hab's geahnt. Broken Neck. Oh, das ist eine blöde Position, Fräulein. Ist hier gerade eine ganz blöde Position.
die du hier hast. Ich halte es mal so. Vielleicht kann ich dann besser zielen. Oh Mann, natürlich wieder mal nicht. Oh, das war knapp. Im Prinzip gar nicht mal so schwer. Und sagen wir doch richtig ausweichen, das war's dann auch schon. Mann! Oh, natürlich doch! Hab ich gerade den Schwein gehabt, dass sie mich gerade nicht getroffen hat. Oh, gut. Gerade noch so. Gerade noch so. Was hast du denn gerade verloren auf dem... Okay, das hast du gerade verloren. War ja richtig knapp gerade. Meine Güte. 36, das reicht ganz genau. Nicht. Schade. Fehlt noch ein bisschen. Ich möchte mich jetzt, obwohl wir können mal im Radio das hören, was wir bekommen haben. Und bei Mario ist was Neues. Ich glaube, er meint den Weißhaarigen. Aber hat ihn doch bloß den beiden zur Flucht verholfen. Deswegen ist da eigentlich kein Grund, sich zu entschuldigen. Aber naja. Ich glaube, das war Broken Neck. Ist ja auch verständlich, dass das weh tut. Ich meine, guckt es euch an, sie rennt mit einem gebrochenen Genick herum. Also angenehm ist das nicht. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in das Haus? Okay, ich denke mal, das beantwortet die Frage gerade, wie wir zu dem Haus kommen. Über den Keller. Aber Leute, das machen wir nicht mehr in diesem Part. Ich würde sagen, wir gehen erstmal speichern. Gucken beim nächsten Mal, wie wir dann über den Keller quasi, wenn das... benachbarte Haus gelangen. Es gäbe eine Tür hier in der Nähe. Die käme dafür in Frage. Ja, und der Geist hat uns auch schon freundlicherweise verraten, was für eine Tür das sein kann. Das sein wird. Aber Leute, dort gehen wir jetzt noch nicht durch. Dort gehen wir erst beim nächsten Part von Project Zero 2 durch. Bis dann. Ciao.